Willkommen zurück. Heute geht's um Debug-Nachrichten. Debug-Nachrichten gibt es in mehreren Geschmacksrichtungen. Und zwar generell immer in normalerweise sogar vier Geschmacksrichtungen, hier in unserem Fall in SCSS nur in dreien. Drei Geschmacksrichtungen bedeutet, es werden drei unterschiedliche Stufen sozusagen verwendet. Ja, ich weiß, die wollte ich auch gar nicht bearbeiten. Ups. Und zwar können wir hier sagen, ich möchte Nachrichten ausgeben, die beim Kompilieren von der Datei gesehen werden. Das heißt, ich kann annehmen, dass die Entwickler diese Nachrichten sehen. Und ja, zum Beispiel, wenn irgendwas schief gehen kann, kann ich hier ausgeben, hey, wenn, also ich kann quasi einfach, ich zeige euch noch gute Beispiele. Ich zeige euch jetzt erstmal die Technik, wie man das macht. Und dann zeige ich euch in der nächsten Section sozusagen, im nächsten Abschnitt, was man alles so an guten Code, so ein paar sinnvolle Beispiele oder sowas, was man da machen kann. Okay, also, wir haben die Möglichkeiten über addDebug was auszugeben. Das heißt, wir können hier einfach sagen, addDebug, hallo Welt. Dann haben wir die Möglichkeit über addWarn was auszugeben. Oh, das könnte schief gehen. Und addError ist das Schlimmste. Fuck this shit. I'm out here. Ja, und wir sehen schon direkt beim Kompilieren, also hier ist ja nichts schiefgegangen oder so, wir hatten ja keinen wirklichen Fehler, aber wir sehen, dass hier direkt beim Kompilieren irgendwas passiert ist. Also die Add-Errors führen wirklich dazu, dass der Compiler sagt, nope, mache ich nicht. Der meldet quasi, ich kann nicht kompilieren mit dieser Nachricht, fuck this shit, I'm out of here, die wir ihm sozusagen gegeben haben. Beim Warning, ich mache jetzt hier diesen Error nochmal raus, dann geht das Kompilieren wieder. Das Warning, das läuft noch durch und wir sehen das nicht mal, aber wenn ich jetzt hierher gehe, und in der Command Line SASS Style 3, SCSS in Style 3 CSS umwandle, dann bekomme ich hier ein Warning, oh, das könnte schief gehen, aber es funktioniert natürlich trotzdem. Und eine Debug-Meldung bekomme ich auch. Das heißt, Add-Errors führen wirklich dazu, dass das Kompilieren abbricht, also immer abbricht, weil irgendwas furchtbar schief gegangen ist, womit wir wissen, okay, das kann so nicht stimmen, während Warnings oder Debugs, die sehen wir nur, wenn wir es in der Command Line machen. Und wenn wir das kompilieren. Klappt aber natürlich auch wunderbar und damit kann man auch sehr, sehr hilfreiche Nachrichten geben. Vor allem, wenn man eben zum Beispiel irgendwelche Variablen hat, meist zum Beispiel gerade in einem if oder sowas, da werde ich euch auch noch Beispiele geben, keine Sorge. $width ist gleich minus 1 Pixel. So, dann steht hier, oh, das könnte schief gehen. Breite ist. Und jetzt wollen wir das hier einfügen. Und Achtung, wir brauchen nicht aus unserem String raus. Wir nehmen einfach hier wirklich dieses Interpolieren-Werkzeug und geben $width aus. So. Und dann sehen wir hier, wenn wir das wieder kompilieren. Ja. Sorry, das war ein echter Error. Das war keiner von mir. Ich bin mal wieder blöd. Okay. Wir sehen hier, oh, das könnte schief gehen. Breite ist minus ein Pixel. Und das ist aber nur ein Warning, es funktioniert natürlich trotzdem alles, also es kompiliert, aber wir geben dem Entwickler, der hier vielleicht gerade was, vielleicht hat jemand anders unsere Library oder unsere Dateien benutzt, weiß aber gerade nicht, was das noch vielleicht zur Folge hat und wir geben ihm eine Nachricht, hey, hier, schau mal, ist vielleicht nicht ganz so geil. Also, dass du hier eine Breite negativ gesetzt hast, es funktioniert natürlich trotzdem, man kann Breiten ruhig negativ setzen, auch durch irgendwelche Berechnungen oder sowas, aber es könnte vielleicht was passieren. Übertreibt es mit den Nachrichten nicht. Vor allem mit den Debug-Nachrichten solltet ihr es auch nicht übertreiben, weil die werden sehr gerne benutzt und manchmal auch zu exzessiv benutzt. Daher häufig lieber normale Kommentare. Also einfach so, dies ist ein Kommentar, aber das ist dasselbe wie in CSS eigentlich auch. Damit kommentiert man seinen Code. Wenn man wirklich irgendwelche Probleme haben kann in dem Code, also wenn wirklich was schief gehen kann, dann benutzt ein addWarn. Und wenn wirklich was schief geht, auf jeden Fall, dann benutzt ein addError. Und ja, das ist so ziemlich das Sinnvollste, was ich euch da mitgeben kann. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns, wie gesagt, ein paar Beispiele an und ich hoffe, es hat euch bis hier mal gefallen. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.